Moin Moin und hallo, heute soll es mal um unser Licht an unserem Smart 42 gehen und wie wir es an, aus und benutzen können. Wir sitzen im Fahrzeug und wollen uns heute mal hier um unseren Kumpel, und zwar den Multifunktionshebel auf der linken Seite vor uns, annehmen. Ich werde jetzt erstmal den Motor starten, um nämlich die Funktion alle zu nutzen. Das heißt, wir können die Funktionen im Prinzip nur wählen, komplett bei laufendem Motor. Manche sind explizit nicht bei laufendem Motor. Erstmal, dieser linke Hebel hier ist zum Blinken da, wie ihr seht. Richtungsanzeiger links, Richtungsanzeiger rechts, dass wir dort die Richtungswechslung anmelden. Dann die leichteste Sache ist jederzeit abrufbar: Lichthupe. Das heißt, wenn euch irgendwas auf den Sack geht, ne, wenn ihr irgendwo darauf hinweisen wollt, zieht ihr den Hebel zu euch, und ihr seht auch im Display gibt es dann ein blaues Leuchtsignal, und vorne, seht ihr ja oben, geht dann das Licht an. Hohoho! Aber nur kurz. Wegdrücken können wir in diesem Fall nämlich nicht. Wir haben nämlich noch mehr Möglichkeiten. Erstmal, wir können zwei Bereiche hier noch an dem Multifunktionshebel bewegen. Also erstmal nach oben, nach unten, nach vorne, zurück, ist klar. Aber mehr geht auch. Das hier können wir bewegen und das hier können wir bewegen. Ihr seht, zwei bewegbare weitere Teile sind dort vorhanden. Was macht das dann alles? Erste Stellung hier ist Stand Licht, Park Licht, Kennzeichen Beleuchtung. Diese können wir demzufolge anmachen, wenn wir das Fahrzeug auch den Motor aushaben und dann das Fahrzeug parken wollen. Dann gibt es im ausgeschalteten Zustand ein Standlicht, Parklicht und Kennzeichenbeleuchtungsoption. Wird auch im Display angezeigt durch das vorne und hinten abstrahlende Leuchtmittel. Dann, wenn wir uns hier weiter bewegen, nach vorne, geht das Abblendlicht an. Das Abblendlicht ist unser ganz normales Licht, und das bedeutet natürlich auch, dass hinten die Leuchten angehen, diese roten Leuchten, dass wir hinten gesehen werden, vorne die Leuchten gehen an, damit wir vorne etwas sehen und gesehen werden. Und dann können wir mit dem Abblendlicht rumgurken. Es gibt auch noch Smarties da draußen, die haben zwischen der Funktion des Abblendlichtes und des Standlichtes hat er noch eine Auto-Funktion. Das heißt nicht Automobil, sondern Automatik. Bei dem automatischen Fahrlicht heißt es also, dass dort beim Motorlauf abhängig von der Umgebungshelligkeit wird das Tagfahrlicht oder das Stand- und Abblendlicht automatisch ein- oder ausgeschaltet. Das können wir ganz einfach auswählen, indem wir auf Auto diesen hier bewegen. Bei mir ist er nicht, deshalb kann ich es euch nicht explizit zeigen. Im Falle, dass das Licht an ist, was auch im Kombi-Instrument mit einer nach links scheinenden grünen Leuchte gekennzeichnet ist, können wir auch das Fernlicht längere Zeit anschalten. Nicht nur ziehen, seht ihr, wie es umspringt zwischen normal und fern, sondern auch drückend. Damit haben wir jetzt permanent das Fernlicht angeschaltet. So zu uns ist normales Abblendlicht, weg von uns Fernlicht. Achtet da bitte darauf, dass ihr das ausmacht, wenn etwas vorne, von vorne kommen sollte, sei es ein Fahrradfahrer, ein Fußgänger oder ein anderes Kfz. Und wir haben noch mehr am Start, und zwar hier in der Mitte. Dieses Freundchen hier hat in den meisten Fällen zwei Optionen. Diese zwei Optionen bestehen aus Nebellicht und Nebelschlussleuchte. Das Nebellicht ist zu sehen, indem es ein nach links strahlender Strahler ist. Das Nebelschlussleuchtli ist ein nach rechts strahlender Strahler mit einem senkrechten Strich durch die Rechnung. Das heißt also, zack, das hier hat ein Federsystem. Wir können es einmal bewegen. Habt ihr gesehen, was geschehen ist?
Dort geht ein weiteres Lichtele an. Das heißt, nun habe ich die besagte Nebelschlussleuchte aktiviert. Nun habe ich sie wieder deaktiviert. Und so könnt ihr euch demzufolge dann durch diesen Schalter multifunktional fortbewegen. Wenn ihr jetzt das Fahrzeug ausmacht und das Fahrzeug verlassen wollt und ihr habt das Licht noch an, gibt es einen Signalton. Dieser soll euch daran erinnern, dass euer Licht noch an ist. Denn wenn ihr nicht im Automatikmodus seid, müsst ihr das Licht manuell ausschalten. Beziehungsweise ihr müsst oder solltet das Standlicht anschalten. Beim Standlicht wird natürlich Energie verbraucht, diese ist aber sehr gering. Beim Abblendlicht ist dieser Aufwand viel höher. Deshalb entweder Standlicht beim Parken an oder am besten alles aus. Das sind die Funktionen, die euer Multifunktionsknüppel für die Außenbeleuchtung parat hat. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich. Gebt mir positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun.